Ja. Liebe Cineasten, liebe Freunde des Films Rocker, ich habe die große Ehre, euch heute viele Stargäste ankündigen zu können. Wir haben zwei echte Rocker von damals. Wir feiern heute am 40. Geburtstag dieses Films. Und zwar sind das Piet Bowe und Chaka. Und jetzt mal herzlichen Applaus für die beiden, die extra gekommen sind. Unsere Stargäste. Piet, Schauspieler. Und Chaka, der wird auch dann noch was sagen. Wir veranstalten ja seit ewigen Jahren, Steckel und ich. Hallo, schön, dass du da bist. Ja, hallo, schön, dass du da bist. Das hier, sag mal. Genau, wir haben jetzt seit 2008 immer jeden Tag gekommen, trotz. Ja, Mikro geht jetzt wieder. Da kommen immer noch Leute, ja, das Mikro fällt ab und zu aus, macht aber nichts. Geh mal in die Funkstation, Digga. So, auf jeden Fall haben wir jetzt immer Regen gehabt, aber ihr kommt trotzdem. Und jetzt wollte ich mal als erstes Chaka fragen. Komm doch mal zu mir, Chaka. Ja, komm doch mal zu mir. Wir haben dich ja schon oft interviewt bei unseren Veranstaltungen. Du bist ja seit 1961 auf der Szene dabei, wie man so schön sagt. Und früher hast du ja gesagt, war doch ein anderer Geist als heute. Da gab es noch einen Widerstandsgeist. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie es früher wirklich war, Anfang der 70er? Ja, man hat die 70er, die haben das noch vor 65 mit Piet und so. Vor 65 haben die Kinder gedacht, wir wollen das Regen die Ersten. Da haben natürlich die herzkonservative Gesellschaft, die uns gar nicht mochte. So auch in anderen Studenten, früher Exis, sogenannte Exis. Und wir haben uns gegen die Ersten. So, ein bisschen mit dem Klaue auch und die Kartoffeln bewegt. Und so weiter. Und das war auch. Und dann haben wir natürlich auch gegen die Polizei uns gerade gemacht. Ne? Wir haben uns dann jeder gegen gerade gemacht. Das wussten wir auch, weil wir unter die Herzkrankheit waren zu der Zeit. Also, wir waren in der Gesellschaft die Bösen quasi. Ja, kann man glauben, kann man glauben. Und damals die Rockerszene, wann hast du dir ein Motorrad gekauft, ist das Rocker geworden? Oder wie lief das ungefähr? Es fing also an mit Mopeds. Also ganz klar, früher waren wir noch keine 16 Leute, zu der Zeit, die frühen 60er. Da haben wir eine Kleider gekauft, die hatten aber das erste, die ging jetzt weiter in 65. Da wollte ich mal nicht lassen, auf die BMWs. Und dann ging es immer nach den Hornis, Ende der 60er. Mikro näher ran. Und bis heute hast du immer eine Rockband. Und was macht ihr für Musik? Wo trainiert ihr auch die kleine Band? Also, du schwörst immer noch auf den guten alten Rock'n'Roll, kann man das so sagen? Naja, ich bin nicht ganz hart auf das Spiel. Das ist ja irgendwie Burbel, da muss man auch sagen. Und auch sonst war der Lebensdreck und Musik. Super, dann erstmal vielen Dank, dass du heute auch wieder gekommen bist. Herzlichen Applaus. Ja. Ja. Und jetzt würde ich gerne Piet Bowe fragen. Hallo, schön, dass du da bist. Erstmal vielen Dank, du hast uns ja damals eine Liste geschenkt aus dem Film. Und die wollen wir nochmal zeigen. Wir sehen hier ein Original-Kleidungsstück aus dem Film. Ja. Die weiße Weste von Piet Bowe. Das ist damals getragen vor der Kamera. Hat Klaus Lemke euch beeinflusst, dass die Klamotten angehen oder? Dreh mal um, Niggi. Ihr durftet anziehen, was ihr wollt. Ja. Oh, ja, Triumph, Mann. Geile Scheiße. Und die Sterne und so, das ist ideal. Dann haben wir den einzigen funktionierenden Motorrad oder Rocker Club. Und die wollten ihren Film drehen, Rocker. Und nun mussten sie ja was zurückgreifen. Und dann sind sie an uns herangetreten. So, und wir haben es ja damals im Grunde für ein paar Kisten hier zwischen lassen. Was darfst du jetzt raus, weil ich muss mir nicht mehr. Rostbeef brauchst du nicht, also irgendwie Knackwurst. Also für ein paar Knackwürste habt ihr das alles gemacht. Und der Film gibt aber auch die Realität wieder, sagtest du mal. Da sind ja auch harte Szenen und das geht heftig zur Sache. Also war es damals auch so, erzähl mal ein bisschen. Also eigentlich nur auf dem Mann haben wir in Hamburg eigentlich ein bisschen unter Transport. Hat sich gar keiner erst angelegt, okay. Wir waren ja die Posse. Das heißt, wir waren ja eine funktionierende Motorradführung in Hamburg und Norddeutschland. Und wir hatten einen guten Namen und alles. Und es sind ja noch eher sogar einige, wie wir uns aufgelöst haben, will ich sagen, wir sind ja noch hier zu den Hells Angels gegangen. Denn wir hatten ja eine kostenlose Eintrittskarte von den Angels.
weil wir in Celle damals so einen Laden platt gemacht haben. Leider wir einen Katastrophenfall. Ja, weil wir da, und da ist ein Angel gewesen aus USA, der ist da Wachhund gewesen, also Tudor McGregor. Und den haben sie da in der Presse gehauen, die Bauern da in Celle. Und da in USA ja weit weg waren, sind die an uns herangetreten, ob wir dem mal helfen können. Und dann sind wir ein paar Monate wieder hochgefahren und haben uns von hinten durch die kleine Küche in die Rente gemacht und haben dann einen Platz gemacht. Und das war nachher die Eintrittskarte zu den Angels. Also wir sind aber nicht alle rüber, ich bin auch nicht rübergegangen. Also, aber einige sind mit Herzenslust rübergegangen da in den Verein und so. Aber das ist eine andere Sache. Ja, schön, dass du auf jeden Fall heute wieder da bist zum 40-jährigen Jubiläum. Du läufst ja seit 40 Jahren. Kannst du das selber, dass der Film schon so lange läuft? Oder? Ich habe zufällig jetzt diese Biker-News, gibt es ja, ne? Die Verteilung. Da ist ja ein bisschen was drin gewesen jetzt in der neuesten. Und da habe ich auch gedacht, der 40 Jahre, das kann nicht sein. Ne? Also, wird noch 40 Jahre weiterlaufen, wahrscheinlich. Ja, ich selber bin auch nicht mehr gesund. Ja, sicher. Meine Frau ist 2 Jahre. Wir haben ja gerne diese Rocker-Plakate und die tauchen jetzt bei eBay schon für 10 Euro auf. Und wir wollen jetzt die Plakate, die wir noch über haben, verschenken. Ihr müsst einfach nur nach vorne kommen und einen Spruch aus dem Film Rocker sagen, den ihr noch erinnert. Dann kriegt ihr dafür Plakate. Kommt schon der Erste. Bring mal noch. Lass mich nicht tun. Dafür gibt es gleich Plakate, bitte sehr. Hier, da hat noch jemand. Der Erben kann auch saufen. Ja, noch einer, genau. Mal draufzuhören. Dafür gibt es auch ein Plakat. Super. Nimm gleich zwei. Ja. Die werden hier schon weggerissen. Wie gesagt, die Plakate sind schon 10 Euro wert auf eBay. Noch einer. Wer ist da? Hamburg. Ich schwör's dir. Da stellen sich noch Leute an. So, hat noch jemand. Hat noch jemand ein Zitat aus Rocker? Na klar, hier schon mal gebumst. Ja, perfekt. Also, wo ist denn Sonja? Also, wir haben bestimmt ein paar zu Hause. Da ist sie. Die Stimmung ist jetzt auf dem Siedepunkt. Ich würde sagen, jetzt kann King Hagel mit Band übernehmen. Und also, freut euch auf unglaubliche Musik. Und vielen Dank nochmal, Hagel, dass ihr wieder hier seid jedes Jahr. Ich kann auch nicht mehr zu sagen. Applaus.